Aber, liebe Frau Kollegin Stahr, Sie sind hier die Speerspitze gerade gewesen, zu sagen, es ist nichts passiert. Sie haben 21 Jahre lang mitregiert als SPD. Sie haben den Bundesfinanzminister gestellt. Dies jetzt kleinzureden, zeugt entweder von Amnesie oder politischer Schizophrenie. Ebenso eigenartig sind die Beiträge von FDP und Grünen, die sich für einen Auftakt in eine Jahrhundertreform feiern. Der aktuelle Spiegel bringt es auf den Punkt, ich zitiere, Koalition legt beim BAföG nach und enttäuscht die jungen Menschen. Denn die geplante Erhöhung zum 1. August verpufft, der Zuschuss von 5,75% kompensiert noch nicht einmal die Preissteigerung. Sehen Sie sich die Inflationsrate an, 8,9%. Und Sie wagen es jetzt hier von einer Jahrhundertreform zu sprechen. Das ist erbärmlich. Ich freue mich sehr, dass auch Sie das BAföG wichtig und bedeutsam finden. Konnte man jetzt aber in den 16 Jahren schwarz geführter CDU-Bildungsministerien nicht besonders bemerken. Deshalb wollte ich fragen, nachdem Sie jetzt so massiv angreifen die BAföG-Novelle dieser Ampelkoalition, ob Sie zur Kenntnis genommen haben, dass nach 16 Jahren Unionsregierung 89% kein BAföG mehr erhalten und das BAföG in einem historischen Tiefstand war und jetzt eine neue Regierung da ist und jetzt erstmal die größte Reform seit 20 Jahren macht und noch zwei weitere vorhat in dieser Wahlperiode. Das heißt, das ist nachholende Modernisierung und aktive Gerechtigkeitspolitik, weil 89% kein BAföG mehr bekommen haben. Das ist Ihre Regierungsbilanz. Jetzt geht es richtig rund und wir haben den BAföG-Turbo gezündet. Und ich wollte fragen, ob Sie das zur Kenntnis genommen haben. Lieber Herr Kollege Gehring, ich kann nur zur Kenntnis nehmen, was Realität ist. Was Sie erzählt haben, ist ein großes Gespinst, denn eines erleben wir heute nicht, eine Jahrhundertreform. Die Tatsache allein, dass Sie sich feiern lassen wollen für eine Erhöhung der Sätze um 5,75%, die aufgefressen wird von der Inflation und die weit hinter dem zurückbleibt, was wir allein 2019 in der Großen Koalition machen, heißt doch, dass Sie tatsächlich die Realität verneinen. Und ich würde Sie deshalb bitten, schauen Sie sich an, was passiert ist. Gerne im Juli 2019 haben wir unter damals mit unserer Ministerin Anja Karliczek das 26. BAföG-Änderungsgesetz in Kraft getreten. Wir haben die BAföG-Sätze gesteigert. Wir haben BAföG-Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge eingeführt. Es geht nicht um Glauben. Lesen Sie doch einfach mal. Schauen Sie sich Daten und Fakten an. Die kleine Faktenleugnung bringt Sie hier nicht weiter. Und das Ergebnis bleibt nichts Jahrhundertreform. Sie sind mit dieser Reform als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet. Besten Dank. Sie haben es jetzt gerade nochmals, so wie in der letzten Debatte auch schon gesagt. Deswegen möchte ich an dieser Stelle etwas zitieren. Chancengleichheit hat großes Gewicht in dieser Koalition und wir passen das BAföG regelmäßig an. Nach der Erhöhung in 2017 erhöhen wir das BAföG in 2019 und werden es 2020 noch einmal erhöhen. Das zeigt, das BAföG wird verlässlicher und planbarer. Das ist ein Erfolg, der sich in Regelmäßigkeit fortsetzt. Das ist ein konkreter Beitrag zur Chancengleichheit. Ein Zitat Ihres AG-Vorsitzenden, der hier auch da sitzt, zur letzten BAföG-Novelle. Sie behaupten jetzt hier, das wäre alles Mist gewesen. Ist das Ihr Verständnis von verlässlicher Politik für die Studentinnen und Studenten in diesem Land? Liebe Kollegin Stafter, die Sache ist doch die, man sollte Politik machen und man sollte sie immer wieder an der Realität entsprechend anlegen. Und wenn ich mir diese Zahlen anschaue, mit 11%, dann zeigt sich einfach, dass hier stärkerer akuter Handlungsbedarf ist. Und den setzen wir jetzt um mit dem ersten Schritt, den wir jetzt heute vorlegen, und mit dem zweiten Schritt, der in den nächsten Jahren auf jeden Fall folgt. Weil wir eben wissen, dass wir die einzige Ressource in diesem Land, die vielen klugen Köpfe, fördern müssen. Ganz einfach. Frau Glöckner, es ist doch richtig,
dass die Ursache für die gestiegenen Energiepreise, für fossile Energiepreise, der Krieg in der Ukraine ist. Übrigens, da hätte geholfen, wenn Sie nicht auf der Bremse gestanden wären, jahrzehntelang fast schon bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Das hätte geholfen, Angebotspreise zu senken. Und es sind die Störungen der Lieferketten in der Pandemie. Das sagen alle Ökonomen, das sagt der Bundespräsident Joachim Nagel. Beides liegt nicht in der Verantwortung der Bundesregierung. Sie aber suggerieren, Sie behaupten sogar fälschlicherweise, auch auf Ihren Social-Media-Kanälen, übrigens genau mit demselben Bild, wie die AfD-Fraktion ihre Fake News verbreitet zur Inflation, diese Bundesregierung habe eine Teilschuld an der Inflation. Das ist Populismus, das ist unanständig, das ist falsch und völlig unangemessen in dieser Situation, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Präsidentin, man muss die Reden hier pausenlos tatsächlich umstellen, weil das war ja schon grandiose Geschichtsvergessenheit, Herr Schrodi. Ich habe auch an die CDU eigentlich zu adressieren, wieso heißt das eigentlich Teuerspirale, der richtige Titel, ich dachte, das war redaktionell Fehler, heißt Teurospirale und da haben Sie genauso mitgemacht. Die Inflation fängt nämlich 2009 schon an mit Billionen von Euro retten für die Südstaaten, meine Damen und Herren. Sie lügen hier, die Damen und Herren, die Taschen und die Hucke voll, was Sie hier tun. Die Inflation ist dadurch bedingt, Quantitätstheorie, ich habe es mehrmals schon gesagt, wenn zu viel Geld auf dem Markt ist, dann werden Waren zunächst mal teurer und natürlich, ich sage es mal ganz bitter, Ihnen kommt der Ukraine-Krieg da wahrscheinlich ganz schön recht, um diese Lügengeschichten hier aufzutauchen. Es ist keine fossile Inflation, es ist auch nicht der Ukraine-Krieg. Ursächlich am meisten ist Ihre verfehlte Energiepolitik, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir brauchen dringend eine staatliche Energiepreiskontrolle. Stattdessen haben wir Christian Lindner, der mit seinem Tankrabatt anschaulich vorgemacht hat, wie es nicht funktioniert. Und mittlerweile haben doch alle gemerkt, was viele vorhergesagt haben, Herr Lindner. Der Tankrabatt landet nämlich zu erheblichen Teilen gar nicht bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, sondern er fließt als Extragewinn in die Taschen der Mineralölkonzerne. Dass das auch noch mit Steuermitteln finanziert wird, meine Damen und Herren, das ist doch eine skandalöse Umverteilung. Wo ist denn da Ihre Haushaltsdisziplin, die Sie sonst immer einfordern? Sie sagen Notlage, aber nur den Streckbetrieb. Wir reden hier gar nicht über 5 oder 9 Jahre. Reden wir einfach nur über 3, 4 Monate Streckbetrieb, Kernkraftwerke, jetzt etwas weniger nutzen, im Winter mehr nutzen. Das ist technisch einfach möglich. Sie sagen Notlage, richtigerweise. Sie schließen aber von vornherein bestimmte Maßnahmen aus. Das passt nicht zusammen. Soll ich Ihnen was sagen, Herr Kurt? Es ist mir egal, was E.ON und RWE davon hält, weil E.ON und RWE alles nur betrachten aus ihrer unternehmerischen Brille. Natürlich wollen die das nicht, weil es ihre Unternehmensplanungen stört. Mir ist es egal, was die Unternehmen wollen. Ich will das, was richtig ist für Deutschland, für die Versorgungssicherheit in Deutschland. Und deswegen geht es darum, bei den Kernkraftwerken auch über den Streckbetrieb zu reden. Frau Dr. Weisgerber, Sie haben jetzt gerade von der dringenden Notwendigkeit gesprochen, die erneuerbaren Energien auch auszubauen, von Geothermie, Biomasse, Wasserkraft, vielem anderen mehr. Aber Sie sind ja Abgeordnete aus Bayern. Und da würde mich mal interessieren, was Sie denn davon halten, dass in Bayern die restriktivsten Abstandsregeln für die mit Abstand günstigste erneuerbare Energie zur Stromproduktion, nämlich für die Windenergie, herrschen. Zum einen muss man mal sagen, in Bayern sind wir zum Beispiel Spitze bei der Sonnenenergie. Wir sind auch Spitze bei vielen anderen erneuerbaren Energien. Und beim Thema Wind müssen Sie auch mal nach Baden-Württemberg schauen. Was ist denn der eigentliche Grund? Der eigentliche Grund ist, dass die Windhäufigkeit bei uns nicht so hoch ist und dass man im Süden auch eine höhere Vergütung braucht. Dafür setzen wir uns ein. Die EU muss das auch beschließen und muss diese höhere Vergütung auf den Weg bringen. Und zudem muss ich auch mal sagen, haben Sie sich eigentlich mal auseinandergesetzt mit den jüngsten Beschlüssen, auch die wir in der Landtagsfraktion in Bayern diskutiert haben? Wir haben Ausnahmen von der 10H-Regelung auf den Weg gebracht. Und was ist die Reaktion von Habeck? Eigentlich ein Wortbruch mit den Ausnahmen
setzt man sich gar nicht auseinander. Man sagt einfach pauschal, diese Abstandsregelungen, die werden pauschal in Frage gestellt vom Bund. Das ist nicht Energiewende mit den Menschen. Wir brauchen nämlich auch die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen auch eine höhere Vergütung, dass auch die Kommunen profitieren von Freiflächenanlagen, von Windkraftanlagen. Wir brauchen die Menschen, sonst kann die Energiewende nicht gelingen. Und genauso handeln Sie nicht, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hat ja bereits zwei umfassende Entlastungspakete von einem Volumen von insgesamt 30 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Das ist bei Ihnen wahrscheinlich völlig vorbeigegangen. Und bevor Sie jetzt rufen, dass die Maßnahmen nicht wirken, für eine ernsthafte Analyse der Maßnahmen ist es doch noch viel zu früh. Und da der Kollege Spahn, dem das jetzt alles nicht schnell genug geht, dem sei gesagt, das 9-Euro-Ticket gilt ja schon zum 1.6. Es werden bereits Pendlerinnen und Pendler entlastet, die 50 Euro für eine Monatskarte zahlen. Und die machen auch keine 3 Monate Urlaub, wie er es behauptet hat. Zumindest nicht in dem Kuckucksheim, in dem Jens Spahn wohnt. Ich höre ja eher eine sehr skeptische Auffassung zur Absenkung oder Aussetzung der Mehrwertsteuer auf die Grundnahrungsmittel bei Ihnen raus. Sie sind ja Mitglied der CDU-CSU-Fraktion und deshalb würde mich mal interessieren, wie Sie das gerade diskutieren in der Fraktion, weil ja der Vorsitzende der CSU-Fraktion, der CDU Deutschlands, Ministerpräsident auch Söder, dies ja als eine Maßnahme gerade kürzlich vorgeschlagen hat. Vielen Dank. Sie haben ja darauf hingewiesen, dass wir eine gemeinsame Fraktion von CDU und CSU sind und ich habe auch vernommen, dass der CSU-Vorstand einen grundsätzlich klugen Beschluss gefasst hat mit 15 Maßnahmen, die tatsächlich zur Entlastung beitragen würden. Aber Sie haben richtig mein Wortfall so verstanden, dass ich mit der einen Maßnahme nicht so einverstanden bin, weil ich sie eben nicht für zielgerichtet halte und sie einfach zu teuer ist und eben alle trifft. Und das ist eine Gießkanne und das sollten wir nicht machen. Und diese Diskussion führen wir ganz offen mit unseren Kollegen der CSU und werden sie auch weiter mit dem erfolgreichen Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern führen. Liebe Kollegin von den Linken, ich weiß, dass Sie glauben, dass das Geld auf den Bäumen wächst. Aber Sie hätten sich wenigstens die Arbeit machen können, mal kurz zu berechnen, was das bedeutet. Was das bedeutet, denn die Antwort müssen Sie auch geben. Die Antwort müssen Sie geben, wo Sie das Geld dann hernehmen wollen, schon gar für eine Maßnahme, die so wenig Zielgenauigkeit aufweist. Aber immerhin ist Ihr Antrag ein bisschen sorgfältiger als der Antrag von den Kollegen von der AfD. Was mich hier an Ihrem Antrag stört, ist neben der Interpunktion die inhaltliche Unschlüssigkeit, insbesondere im Energiebereich. Sie wollen keine erneuerbaren Energien in Deutschland, aber Sie wollen auch keinen Wasserstoff importieren, weil Sie Abhängigkeiten fürchten. Und was wollen Sie an der Stelle haben? Sie wollen die Abhängigkeit von Russland erhalten. Das ist wirklich, das finde ich, blanker Unsinn. Und geben Sie mir bitte zu, dass wir das nicht mittragen wollen. Das ist doch klar. Vielen Dank. Es ist immer gut, weil das jetzt bei einigen Kollegen und Kolleginnen so war, dass sie doch die Redezeit etwas ausgedehnt haben, daran zu denken, was heute Nacht passiert, also bei denen, die dann hier noch sitzen werden. Ich weiß nicht, ob Sie das dann sein. Aber das nicht an Sie konkret, sondern wirklich an einige. Ich habe aber noch eine sozusagen Altlast hier übernommen. Frau Marquas hatte das Protokoll angefordert. Herr Brandes hat vorhin in einer Debatte von einem politisch gleichgeschalteten Block, der schon länger hier sitzenden, geredet. Ich erteile Ihnen wegen bewussten Andockens an die dunkelsten Seiten der deutschen Geschichte, die einem demokratischen Parlament unwürdig sind, dafür einen Ordnungsruf. Ich will aber jetzt eigentlich was zu dem Antrag der Linken sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich beschäftige mich ja mit dem Thema Ernährung, Preise, Mehrwertsteuer und allem schon viele Jahre. Jetzt muss ich doch mal leider ganz verhalten sagen, ein bisschen populistisch ist der Antrag schon. Ja? So kurz wie populistisch. Ja, zwei kleine Forderungen und am Ende möchte ich sagen, dann doch ein bisschen unterkomplex. Warum? Weil wir haben es doch mit zwei Punkten zu tun. Wir haben es mit zwei Punkten zu tun. Das sind Vorschläge natürlich. Sie können. Ja, ich gut. Danke, Gesine, mache ich. Komma und? Nee, das kann nicht sein. Ich kann Ihnen genau, wir haben es hier ja aufgeschrieben, ich kann Ihnen genau zeigen, bei wem wann hier ermahnt worden ist. Und ich bin bei Frau Künast immer besonders genau, weil wir uns schon länger kennen. Jetzt aber, das weiß ich. Als Corona über uns kommt, wird Ihnen vom einen auf den anderen Moment bewusst, dass Sie das ganze Gesundheitssystem kaputt gespart haben.
Und nun Beispiel 3. Nun werden die Energievorräte zum Winter hin knapp. Und ganz plötzlich fällt den Altparteien auf, dass Deutschland in ideologischer Verblendung in der Energiepolitik aufs falsche Pferd gesetzt hat und die Versorgungssicherheit unseres Landes gefährdet. Schon vor dem Angriff Putins auf die Ukraine lag die Preissteigerin bei Erdgas bei 32%, bei Heizöl waren es sogar 52%. Schon 2019 mussten laut Zahlen des Statistischen Bundesamts 2 Millionen Menschen in Deutschland, darunter insbesondere Alleinerziehende mit ihren Kindern, frieren, weil sich die Heizkosten nicht mehr leisten konnten. Der drohende Kältewinter und diese enormen Preisexplosionen, die fallen also nicht vom Himmel, sondern das ist die Folge Ihrer verfehlten Energiepolitik, meine Damen und Herren. Vielleicht so viel vorneweg von einer Partei, die sich weiter in die Abhängigkeit von Putins Gas treiben lassen will, die die Sanktionen aufheben will, die im Grunde will, dass die Ukraine sich nicht so anstellen soll, sondern sich Putin unterwerfen soll, muss man schon unterstellen, dass man sehr blind sein muss, um anderen ideologische Verblendungen vorzuwerfen. Diese Partei ist nicht gut für Deutschland, sie ist gut für Putin. Sie ist gut für Putin und selber in der eigenen ideologischen Blindheit verhaftet. In der Vergangenheit hat diese Wartungszeit ungefähr 10 Tage gedauert. Diese 10 Tage können aber, so wie die Lage aussieht, natürlich auch länger dauern. Also wenn sich die Dinge verschärfen, dann rutschen wir in ein Szenario rein, wo wir nicht genug Gas haben, um über den Winter zu kommen. Deswegen ist jede Kraftanstrengung jetzt notwendig, das Gas, das wir einsparen können, einzusparen. Und natürlich sind das schmerzhafte Entscheidungen. Und wo Sie immer mit Atom kommen, ich meine, einmal kurz noch mal klarstellen, wir brauchen ja Gas. Wir müssen heizen, und das tun wir ja nicht mit Atomkraftwerken, und die Industrie braucht auch die Wärme. Und die Punkte, die Debatten sind ja schon mehrfach geführt, wenn Sie wollen, gehe ich noch mal gleich kurz darauf ein. Aber der Punkt ist, das habe ich Ihrem Kollegen im Ausschuss schon erklärt, aber man muss immer so viel reden, und Sie merken es trotzdem nicht und verstehen es trotzdem nicht. Es ist manchmal auch anstrengend. Jetzt glauben AfD, Gestrige der Union, selbst Teile der FDP, Atomkraft wäre eine Lösung. Als Techniker glaube ich nicht, ich halte mich an Fakten. Und die sprechen klar gegen die Atomkraft. Frankreich hat 56 Atommeiler. Über die Hälfte ist seit Monaten außer Betrieb. Die restlichen AKW können keine volle Leistung liefern, weil wegen der Dürre in Frankreich Kühlwasser fehlt. Ohne massive Stromlieferung aus Deutschland und anderen EU-Staaten gäbe es längst ein Blackout. Atomkraft bringt keine Versorgungssicherheit, selbst bei Ausblenden der Super-GAU-Gefahr. Es freut mich, liebe CDU/CSU, dass Sie Ihr Recht und Ihre Pflicht als Opposition wahrnehmen und diese Aktuelle Stunde beantragt haben zu einem wahrlich ernsten Thema. Da werden wir uns schnell einig, dass wir über die Versorgungslage im kommenden Winter nicht oft genug debattieren können, gerade vor dem Hintergrund aktueller Entwicklung. Noch mehr hätte ich mich aber gefreut, wenn Sie in den 16 Jahren Regierungszeit mit gleichem Eifer gehandelt hätten. Dann wären wir heute beim Ausbau der Erneuerbaren inzwischen Spitzenreiter. Und die heutige Debatte wäre eine ganz andere. Und jetzt fordern Sie Planwirtschaft, Herr Gebhardt, auch noch den VEB Atom, dass der Staat einsteigt? Ist das Ihr Ernst? Und wenn Sie dann einen Plan von uns einfordern, kann ich nur sagen, Speichergesetz habe ich eben schon vorgetragen, Energiesicherungsgesetz. Wir sorgen dafür, dass niemand die deutsche kritische Infrastruktur gegen unsere Interessen missbrauchen kann. Wo waren Sie eigentlich, als die kritische Infrastruktur in Hände von Staaten gelangt ist, die nichts mit unseren Interessen gemein haben? Wo waren Sie, als es darum ging, zum richtigen Zeitpunkt LNG-Terminals durchzusetzen? Ein grüner Wirtschaftsminister muss das erledigen, Herr Spahn, weil Sie es in 16 Jahren nicht auf die Kette gekriegt haben. Ein grüner Wirtschaftsminister muss jetzt sagen, LNG-Terminals im Turbotempo, ich räume alle die Maßnahmen aus dem Weg, alle die Blockaden, wir machen das maximale Tempo, damit das in diesem Land gelingt. Herr Spahn, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber das ist Teil unseres Plans, um dieses Land aus der Krise zu führen im Gasbereich, in die Sie dieses Land geführt haben. Das ist der Plan, Herr Spahn. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend. Jetzt schon.